Als die Jung die 7, Junior Kai Tropteflieger die 8, Klingon und Tim Schwarmer die 9 und Unik Shark Jochen Holtschuh mit der 10. Meter jetzt noch bis zur Startmarke. Das Feld ist unterwegs. Briones First Lady macht hier bereits vor der Marke einen Fehler und ist am Start schon aussichtslos. Die Spitze noch nicht ganz entschieden. Da ist der Grand Seigneur flott weggekommen und will vorbei an The Shells Go. Und das schafft er jetzt auch. Auch Unik Shark gleich vorne mit dabei in zweiter Position, wo es in den ersten Bogen hineingeht. Grand Seigneur, Unik Shark, dahinter dann The Shells Go und viertes Pferd ist White Phoenix. Dann klafft schon eine Lücke von 3-4 Längen zur Verfolgergruppe, die wird angeführt von Klingon. Sans Pardo nach einem Fehler wurde disqualifiziert, ist nicht mehr dabei im Hintertreffen. 500 Meter sind zurückgelegt, die erste Zwischenzeit dazu 1:15.5 und Angriff jetzt von Unik Shark Mitte der Geraden auf Grand Seigneur und der Favorit kommt hier vorbei und übernimmt die Flügel. Unik Shark, dann Grand Seigneur, 3 Längen Luft an bis zu The Shells Go. White Phoenix, 4. Klinger und 5. Dahinter dann James Moko. Probleme dabei Jan Haselan. Ende des Feldes, am Schluss des Hauptfeldes sehen wir zunächst Junior Kite und dann klar zurück Jan Haselan. 1000 Meter zurückgelegt, Unik Shark weiterhin vor Grand Seigneur und The Shells Go an der Spitze. White Phoenix nach wie vor in 4. Position vor Klingon. 16:8 die 2. Zwischenzeit. Auf der Überseite Unik Shark, Grand Seigneur, The Shells Go. White Phoenix jetzt außen unterwegs, Klingon und innen mit James Moko an der Seite. Dann Junior Kite und Jan Haseler, der wieder dran ist am Feld. Ende gegenüber Unik Shark. Eine Länge vor Grand Seigneur, The Shells Go innen und White Phoenix an der Außenseite. Dahinter Klingon und James Moko vor Junior Kite. Wir haben im Schlussbogen jetzt noch 500 Meter bis zum Ziel. Unik Shark weiterhin mit der souveränen Führung hier. 19:0 nur der 3. Abschnitt. Unik Shark vor Grand Seigneur White Phoenix. Dahinter dann James Moko in 3. Spur. Hinter James Moko ist Junior Kite zu sehen. Unik Shark versucht sich hier zu lösen, eingangs zu entgeraden, macht sich hier frei auf 2-3 Längen von Grand Seigneur. Dahinter konnte der Rest im Moment nicht entscheiden. Die Speedpferde von ganz hinten werden eingesetzt. Junior Knight und auch Klingon findet sich dazu Wort. Aber vorne Unik Shark wird jetzt ein Grand Seigneur. Klingon kommt, aber Unik Shark ist der Sieger in diesem Rennen. Unik Shark gewinnt vor Grand Seigneur, Klingon und James Moko und dann Junior Knight. 13:2 der letzte Abschnitt. Heller. Gut, gern auf mit Quote und Fahnen. Gut gemacht. Danke, du bist einmal.